Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Welcome to the Holy City. A silver screen, built with a lens and a low self-esteem. A teenager's plea for meaning and means. We're selling the news. See, opinions are easier to swallow than facts. The grays instead of the whites and the blacks. If you shoot it too straight, they won't come back. We're selling the news. Gar nicht so schlecht für den Anfang, was sie da machen. Danke, Chef. Und damit auch willkommen zurück zu Mad News. Tag 14, Aufnahme 14. Und wir riskieren gleich einen Blick in unsere PR-Abteilung. Fette Auflage von 596.000. Was können wir uns da leisten? 750.000, das wird noch zu krass sein. Und da haben wir viel Strafe, wenn wir das nicht schaffen. Ja, dann nehmen wir die LWS. Und die Waffen Kamali bringen auch ein bisschen Geld. Der Rest ist uns schon viel zu klein. Die 5.000, die wir da kriegen, pff, wer braucht denn das? Heute ist das Wetter unter Beschuss. Das heißt, der Japaner lässt sich das Wetter vorhersagen. Unser Image sieht wie folgt aus: 67% Mad News, 10% Bad News, 23% Sad News. Denen geht's echt an den Kragen. Die Auflage, da haben wir den bisher stärksten Tag. Fast 600.000. Auch Bad News mit einem starken Tag und Sad News auch. Und Exklusiv-Story, Carreras Frosch war echt. Können wir gleich auf die Titelseite bringen. Möchte ich so raufgeben, weil dann kann man hier eventuell noch eine zweite Story draufgeben. Mal gucken, wie sich das ausgeht. Radlux. Adea. LBS ist riesig. Bundesliga. Die schönsten Blumen Japans. Passt soweit. Das haben wir auch schon. Wir haben schon einen Kommentar drinnen. Unsere Story. Da könnte ich mal die Story-Blöcke verteilen. Geht sich hier nicht mehr aus. Ja. Und für morgen machen wir auch gleich die Zeitung. Angefangen mit Beas Artikel. Dark Drug darf wieder nach einem Tag Auszeit. Dark Drug und der rote Libanese. Wir haben auch wieder die Nationalgerichte, Wurzel vom anderen Kongo-Busch. Da probieren wir alle Wurzeln durch. Bundesliga. Und die schönsten Blumen Japans. Die Frau Wrong. Außerdem gibt es wiederum einen Kommentar. Wir werfen unser Geld ins All. Das hätte jetzt gut gepasst zu der NASA-Story, die wir erforscht haben. Die ist aber leider nichts geworden. Was sagt denn unsere Route? Das Gelbe müsste... Was ist das Gelbe? Ist glaube ich eine Flugroute. Dann wird es deswegen extrem gerade angezogen haben, wenn wir eine Flugroute nach Washington geschafft haben. Und ich möchte gern noch eine Flugroute machen. Denn die können wir uns ja jetzt gerade leisten. So, 1,4 Millionen gibt es hier. 1,9 Millionen. Nein, da ist zwar der Konkurrent, aber das bringt nichts. Eventuell nach Lincoln. 1,6.
1,0, das bringt nicht viel. Und 1,3. Ja, dann würde ich sagen, fliegen wir das hier an. Fliegen wir nach Lincoln. Da sind nämlich noch die meisten Mäuse zu holen. Und von hier haben wir auch kurze Routen zu umliegenden Städten. Okay, ist zwar nicht unbedingt die beste Stadt da rundherum, aber was soll's? Was soll's? Es hilft uns wiederum ein bisschen zu expandieren. Schwarz heißt noch nicht eingerichtet und sobald die Flugroute dann eingerichtet ist, wird sie auch gelb. Jetzt sind wir kohletechnisch wieder ziemlich weit unten. Aber wenn die Flugroute dann steht, dann brauchen wir uns, glaube ich, echt keine Gedanken mehr machen, unnötig Geld beim Reporter und so weiter zu verballern. Da haben wir ja dann genug. Blick in die News. Ich lösche wiederum alle unaktuellen Ticker. Bah, ich habe gerade den Tag 14 gelöscht. Ups. Einfach mit Rechtsklick auf die Meldung, dann ist sie unwiderruflich gelöscht. Das war aber eh keine mit Foto, die ich gelöscht habe. Und wenn man jetzt nochmal rein und raus geht, sind die Ticker-Meldungen aktualisiert. So, einmalige Entdeckung, der irakische Tiger. Bäcker fühle mich nicht in Form. Präsident Mitterrand verstorben, Staat enthüllt. U-Boot-Attacke attackiert französischen Frachter und Gorbatschow tot, Attentäter weiterhin flüchtig. Das ist sicher eine tolle Story, die müssen wir unbedingt bringen. Gorbatschow und Mitterrand beide verstorben. Der Bäcker hat ein Foto, den nehmen wir auch gleich mal mit. Jetzt haben wir die Newsabteilung schon mal so ziemlich aufgekauft. Können wir am Abend dann nochmal reinschauen? Vielleicht gibt es da noch neue News, die wir uns kaufen können. Bei Warwick, wo sind die Rätsel? Ja, die werden noch auf sich warten lassen, wenigstens ein bisschen. Gorbatschow tot. Boah, das ist aber eine kleine Headline. Oh, ist die süß. Vielleicht bringen wir da noch eine große Headline daher, die da 5 Zeilen haben. Das sieht gut aus. Dann haben wir den Mitterrand auch noch dabei. Gorbatschow tot, Mitterrand tot. Sehr schön. Und ein bisschen was zum Lesen gibt es auch gleich. 21 Uhr, das heißt Seite 3 ist im Druck. Schluss hier noch nicht. Da können wir noch was reinballern. Halt. Ja, das ist jetzt schon Feintuning, dass ich da ja so viel wie möglich unterbringe. Wobei allzu viel darf es eh nicht sein. Schließlich müssen wir ja noch ein paar Seiten befüllen. Da haben wir den Gorbatschow. Dann kommt noch der Bäcker, der sich nicht in Form fühlt. Das Foto passt perfekt neben die Radiolux-Werbung. Hallo Boris. Ist Boris krank? Und auf die letzte Seite können wir nämlich dann noch was Neues raufbringen. Gorbatschow, Mitterrand, da haben wir jetzt, glaube ich, alles schon verballert. Ich gucke immer sicherheitshalber nochmal nach, nicht, dass ich vergessen hätte, Blöcke zu setzen. Denn dann fühlen sich die Zuschauer verarscht. Die Zuschauer, die Leser. Wenn es nicht weitergeht in der Story. Auch den Carreras, den Frosch haben wir schon, passt. Dann schauen wir ein letztes Mal in die Newsabteilung für heute. Man kann die Treppen abkürzen, aber
Wenn man zu früh draufklickt, fängt er nochmal von vorne an, die Treppen zu steigen. Wieder 5 Stories. Ausgebildete Wale versenken Drogenschiff. Story ist aber geil, die nehme ich mal. UFO über Denver gesichtet oder war es Superman? Einmalige Entdeckung der irakische Tiger, das haben wir schon gehabt. Ein zweites schottisches Dorf, das abgebrannt ist. Und ein U-Boot, das fröhlich attackiert. Ja, das UFO nehmen wir auch noch mit. Viel Geld haben wir jetzt eh nicht mehr. Zumindest nicht für heute. Morgen sieht es dann wieder anders aus. Bringt übrigens nichts, ein zweites Mal in die PR-Abteilung am selben Tag zu schauen, denn da wird nichts nachbesetzt. Das heißt, da gibt es immer noch dieselben PR-Artikel wie schon in der Früh. So, die Wale, die das Drogenschiff versenken, kommen auf die letzte Seite. Ah, ich und Mathe. Wie viel ist 11 durch 4? Oh Mann. So, 8. Genau. Wie schnell ich das doch gerade raus hatte. Und da schauen wir mal, wie groß die Anzeige geht. Ja, zwei Zeichen, zwei Zeilen. Das passt auch, das nehmen wir. Hoppala. Hoppala. Das machen wir zwei Zeilen groß und fügen es knapp über den Text. Passt. Dann nähert sich die Aufnahme auch schon dem Ende zu, 23 Uhr. Ich kann jetzt wieder schauen, welcher Reporterartikel erfolgreich war und den dann wieder kaufen. Weil allzu viel herumprobieren kann ich nicht mit meinem Kontostand. Allzu viele kann ich nicht kaufen. Schauen wir mal, wie teuer die eigentlich sind heute. 10.000, 10.000, 5.000, 20.000 und 40.000 Gorbatschow. Wow! Kann ich mir nicht mal leisten. Ich kann wieder ausprobieren, ob das klappt. Ob zum Beispiel Boris Becker erfolgreich ist. Der ist nämlich relativ günstig. Oder die Wale oder Superman wäre auch ganz witzig. Da habe ich ein gutes Gefühl, dass so Superman zum Beispiel ein Erfolg ist. Bäckerwale. Schauen wir mal, ob da was dabei ist. Und um 23 Uhr kriege ich jetzt noch richtig Hunger auf eine Runde Sushi zum Japaner. Hoffen wir mal, okay, Bea ist dran, dass nicht wir dran sind, weil jetzt könnte ich es mir nicht mal mehr leisten, den zu bestechen. Und es ist auch schon 1 Uhr. Damit ist der Tag zu Ende. Tag 14 ist vorbei. Tag 15 nähert sich in Riesenschritten. Ich sage danke fürs Zusehen, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.